Yo, ho Leute, es geht weiter mit Cave Story. Und wir sind immer noch im Labyrinth und ja, wir müssen in den Eckkorridor, denn Kazuma hat uns geschrieben, dass wir dahin müssen. Und den Teleporter da, den benutze ich nicht, der führt uns zurück zu Labyrinth M, kurz vor den Bossfight mit dem Kern. Und da will ich nicht hin. Hey, hier sieht man jetzt auch mal den Whimsical Star in Aktion. Moment, hier. Ein Schaden, wenn er jemanden trifft. Toll, ne? Das macht richtig viel aus. Das ist so eine tolle Waffe. Echt. Nein, ernsthaft. es ist halt wirklich nur Dekoration. Aber was soll's. Es gehört als zu den Items dazu, die man kriegen kann. Und ich sammle sowieso schon nutzlose Items. Von daher, was soll's. Einfach mal mitnehmen. Kann nicht schaden. Und ich war da sowieso gerade in der Gegend, weil ich hier die Arms Barrier holen musste. Von daher, ja. Was soll's. Aber ich muss jetzt nur irgendwie hier zurück. Aber das ist ja auch nicht so weit. Ich meine, jetzt auch mit dem Booster kann ich hier einige Gegner einfach umgehen, wie zum Beispiel die hier. Wobei, eigentlich will ich da nochmal rein, um mich zu heilen. Aber ich denke mal, ich verliere dann viel zu viel Leben. Das heißt, ich gehe einfach wieder zurück. Ich kann mich... Wow, Moment, ich habe den Block übersehen. Ich kann mich ja sowieso dann in Arthurs Haus wieder heilen. Von daher ist das vollkommen egal. Jawohl. Diesmal habe ich es geschafft, hier durchzukommen. Und ihr werdet mich nicht besiegen. Niemals. Ich habe die beste Waffe im Spiel. Den Spur. Spur, wie auch immer, ist mir egal. Oh, lasst mich in Ruhe. Rapid Fire. Ah. Oh, Leute. Geht weg. Ich mag euch nicht. Warum mögt ihr mich nicht? Ich meine, ich mag euch nicht, weil ihr mich nicht mögt. Mich hier voll fertig machen wollt. Aber warum? Ich habe euch nichts getan, Mann. Warum können die nicht so freundlich sein wie die Viecher im Shop? Die wollen mir auch nichts anhaben, die wollen mir nur Sachen verkaufen. Oder, naja, eigentlich wurden sie ausgeraubt, aber die gibt mir schöne Sachen. Zum Beispiel den Whimsical Star, oder der hätte mir die Snake gegeben. Warum macht ihr das nicht? Oh, ein Herz, das will ich haben. So, jetzt komme ich auch dran, dank des Boosters. Fuck yeah. Und, ja, oder ich kann mich hier aufladen, das ist viel besser. Naja, eigentlich, es tut sich nichts. Deswegen mache ich das einfach und ich speichere auch direkt. Und seht euch das an. Ich kam hier vorher nicht hoch. Ich käme jetzt auch hier, da wo ich ewig gebraucht habe, um rüberzukommen. Mit dem Booster. Kein Problem. Wuhu. Aber wir wollen nach unten. Es bringt eigentlich überhaupt nichts, nach unten zu boosten, weil ich falle ja sowieso immer, was soll's. Es verbraucht eigentlich nur Benzin. Also, wenn es denn auf Benzin läuft. Treibstoff. Sagen wir mal Treibstoff. Und wir sind wieder in Arthurs Raum. In Arthurs Haus. Nein, speichern natürlich jetzt nicht. Wir gehen in den Eckkorridor. Ja. Um den Dino-Eiern, den Dracheneiern nochmal einen Besuch abzustatten. Und, oh mein Gott, er sieht sehr zerstört aus. Und da stand auch nicht Eckkorridor, sondern Eckkorridor Fragezeichen. Was hast du denn zu sagen? Dort war diese riesige Explosion. Wenn ich wieder das Bewusstsein erlangt hatte, sah alles so aus wie jetzt. Was zur Hölle ist hier passiert? Tja, das werden wir vielleicht herausfinden. Und da unten... Hier war ein Drachenei und ein toter Himmelsdrache liegt dort. Und da oben, das sieht aus wie Spikes, da gehe ich nicht dran. Das sieht aus, als ob es blutig wäre. Das kann man jetzt nicht sehen, weil die Icons im Weg sind von den Waffen, aber jetzt kann man es sehen. Direkt da zwischen Raketen und Spore. Und das Tolle ist, jetzt ist dieses blöde Mistvieh, das uns mit einem Schlag töten kann, nicht mehr hier. Ja, aber hier unten ist sowieso nichts, von daher. Toll, ich kann ja auch nicht wegboosten, um schneller zu sein. Was soll's. Das war eine Zeitverschwendung. Du stirbst. Ja, die kleinen Käfer sind immer noch da und die Sprungviecher... Wow! Boah, das war gemein. Du hast dich versteckt hinter dem Zeichen der 14. Blöde Sprungviecher. Ich weiß nicht, wie er heißt, deswegen kann ich euch nur Sprungviecher nennen. Wenigstens kann ich bei der Spur kein Level down kriegen. Das heißt, ich habe eigentlich immer hier das Ding, das Level 3 vom Polarstern. Das ist ziemlich praktisch. Aber... Ich will ja natürlich hier, bam, selbst auf dem Level 2 Laser, was nicht lange dauert, um den dahin zu kriegen, macht der unglaublichen Schaden. Und da fallen Spikes vom Himmel und das ist ein Drache. Es ist aber ein Zombie-Drache, um genau zu sein, das weiß ich noch. Ich weiß noch nicht, wie er zum Zombie geworden ist, aber... Wow, ich kann hier einfach stehen bleiben und den Whimsical Star die Sache erledigen lassen, auch gut. Was haben wir denn hier drin? Raketen. Jawohl, 25 Raketen können wir jetzt tragen, das ist schon mal... ein guter Fortschritt, denn ich habe ein paar wenig, wie mir aufgefallen ist. Und ich habe gelesen, dass es in den Sacred Grounds einen Raketenwerfer gibt. Den bekommt man nur, wenn man
den Raketenwerfer im Hauptspiel nicht aufsammelt. Das heißt, ich müsste dann hier alles machen, was ich bisher gemacht habe. Also schön Booster nicht mitnehmen und Spur behalten. Wobei, ich brauche den Spur, glaube ich, nicht. Verdammt. Um das geheime Ende freizuschalten. Auf jeden Fall müsste ich das alles machen und den Raketenwerfer nicht auch mitnehmen. Und ich glaube, ich hätte den Kern einfach nicht mal nicht geschafft ohne den Raketenwerfer. Wow. Cool, du bleibst im Boden stecken. Ich kann nicht zerstören. Hehe. Oder auch nicht. Moment. Volllaufladen, das will ich austesten. Auf jeden Fall, dieser Raketenwerfer ist dann auch der normale Raketenwerfer, den man da finden kann. Nicht die Supermissiles, die ich hier habe. Moment, ich habe direkt schon 25, auch gut. Ich dachte, ich hätte noch 20 und 25 müsste ich jetzt aufladen. Da gehe ich nicht rein, ich will erst zu Ende reden. Wenn ich mir denn wieder einfällt, was ich sagen wollte, ich habe es vergessen. Genau, der Raketenwerfer. Das Besondere an diesem Raketenwerfer ist aber, dass man, ich glaube, 120 Schuss damit hat. Und die erreicht man nicht durch das Aufsammeln von den Containern. Und deswegen ist das schon ziemlich cool. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass so lange durchzuhalten ohne Raketenwerfer. Und wie gesagt, das ist sowieso nur der normale. Oh, Moment, hier kann ich doch rein. Ich habe es verwechselt. Könnt ihr das Ding kaputt machen? Ich will nicht da drunter, denn... Okay, so geht's auch. Denn ich will mich nicht töten lassen. Und das sieht böse aus. Moment, wenn ich den voll auflade, dann müsste das da durchgehen und dich zerstören. Sehr schön. Aua. Ja, flieg voll in die Stacheln rein. Ist da noch was hinter? Nichts. Okay, gut. Dann geht es jetzt weiter. Weiter in den Eckkorridor, der komplett zerstört ist. Das ist cool. Ich gehe einfach hier drunter und das Ding fällt runter und tötet den Drachen. 127 Schaden. Ich glaube, ich sollte mich nicht von den Dingern treffen lassen. Ich denke, die können mich auch mit einem Schlag einfach besiegen. Und es ist... Wow, es ist unglaublich einfach mit dem Spur... Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Ich hasse das Viech. Denn wenn ich es einmal anschieße, dann kommt ein Countdown. Der geht runter. Und wenn der Countdown unten ist, explodiert das Vieh und hüllt den ganzen Bildschirm mit Schaden ein. Und da genau. Und es macht unglaublich viel Schaden. Deswegen stirb! Sehr schön, gut. Also, wenn ich jetzt hier nach links gegangen wäre, hätte es mich nicht getroffen, aber es ist halt schon der gesamte Bildschirm, den man jetzt sehen kann. Moment. So, den man jetzt sehen kann, hätte Schaden genommen, wenn ich da gewesen wäre. Und deswegen mag ich das Vieh nicht. Vor allem, weil es dann auch noch viel Schaden auf einmal macht. Käfer, Käfer, geh weg, Käfer. Ich mag dich nicht. Ich sollte den Booster mehr einsetzen. Denn damit kann man gut umgehen. Wenn man denn damit umgehen kann. Ich kann noch nicht damit umgehen, aber ich hoffe, das kommt noch, denn... Aua! Verdammt, ich habe bald kein Leben mehr und das ist überhaupt nicht gut. Denn gleich kommt noch ein Bosskampf und ich weiß nicht, wie ich den bestehen werde. Na toll, du stehst mir im Weg, geh weg, stirb! So. Da oben den Drachen, ja, feuer du erstmal und dann schießen wir dir hier das rein und fertig. So. 13 Leben. Na gut, ich probier's mal. Ich hätte vielleicht... Okay. Ich hoffe... Genau, hier waren die Bildschirme. Die ganzen Terminals. Man sieht hier noch so im Hintergrund so ein bisschen, wo die Plattformen waren. Wo ich dann sehen konnte, welches Ei abnormal war, wo die Sachen drin waren. Ich kann leider nicht aufgeladen die Kiste aufmachen. Na gut. Yay, mehr Missiles. Aber eigentlich wollte ich nur durch die Tür aufladen, sofort. Ich will aufladen. Du fühlst, wie dir ein kalter Schauer den Rücken herunterläuft. Ein Boss! Und Drachen! Nein! Ich hasse... In den Mund schießen, bevor sie feuern können, denn die machen viel Schaden. Und... Okay, es ist mir egal. Ich mache jetzt nicht vollen Schaden. Hauptsache, ich kann deren Mund schließen. Wenn ich vollen Schaden mache, ist natürlich schön. Gut, Whimsical Star hilft mir hier sogar in diesem Kampf. Denn es sorgt dafür, dass die mich erstmal nicht angreifen können, was ziemlich gut ist. Ich will einfach nicht getroffen werden. Jawohl! Okay, ich habe eigentlich gesagt, der Whimsical Star ist relativ nutzlos, aber das nehme ich zurück. Und jetzt, gut, jetzt greift mich auch an, selbst wenn ich sie treffe. Und ich darf mich nicht treffen lassen. Aua! 10, wie man sieht, 10 Schaden, eine Flamme. Aber, wow, das war knapp.